Guten Tag Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars 2 bzw. die komplette zweite Trilogie, also die Originaltrilogie. Der Luke verpisst sich hier direkt schon mal und wir verbessern uns auch. Und zwar springen wir rein in... Ja komm, sei gut. Sei gut. Bam. Wir springen rein in die Flucht vom Todesstern. Und natürlich wie immer die Story. Wir sind immer noch in Episode 4. Aber wir spielen Kapitel 5. Und zwar die Flucht vom Todesstern. Luke Skywalker, Han Solo und Chewbacca haben Prinzessin Leia aus den Fängen Darth Vaders und seine imperialen Handlanger gerettet. Doch nun müssen sie einen Fluchtweg vom Todesstern suchen. Mit der Hilfe des Droiden R2-D2, der auf das Kontrollsystem des Todessterns zugreift, kämpfen sie sich durch den Rasenden Falken durch. Zum Rasenden Falken, ach zu Gott. Inzwischen geht der Jedi-Ritter Obi-Wan Kenobi sein Schicksal entgegen. Und die Leute, die die Filme kennen, die wissen, was passieren wird. Tja, lieber R2-D2, mach mal. Jawohl, so sieht es nämlich aus. Und wir haben unsere lästigen Sturmtruppler-Kostüme jetzt mal abgelegt. Und geh mal lieber hier raus, bevor die komische hässliche Schlange da uns noch irgendwie betackt. Ne? Pam, pam. Die nee, einfach keine Schnitte haben. So, Moment, jetzt So, jetzt geht's wieder weiter. Wir wollen ja hier alles Mögliche mitnehmen. Und da ist ein Minikit drin, aber das können wir leider nicht erreichen, weil wir keinen Kopfgeldjäger freigeschaltet haben. Tja. So, irgendwas habe ich jetzt gemacht. Ah, jetzt habe ich... Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh shit. Das war ein suboptimal. Da bin ich mal fett mitten in dem Ding da von denen gelandet. So, da unten steht so eine geile Boner-Maschine. Kommen wir da auch irgendwie dran? Hier in die Richtung geht's nett. Also mit dem Hebel da oben können wir da oben den Haken verschieben und somit auch die Position, wo wir halt eben hinfliegen, dann dementsprechend. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier raufgehen, dann... Okay, dann fliegen wir dahin. Oh Gott. Bleibt oben, Leute, ich komme wieder hoch. Alles klar. Luke springt erstmal runter. So, und wo sind wir jetzt? Hier, und wir fliegen... Oh Gott, da war ich zu kurz. Ich komme einfach nicht weiter. Was ist das für ein Scheiß? Ah. Jetzt verstehe ich das. Wir müssen den da hinschieben. Dann landen wir auf dem Dinge hier. Aber dann müssen wir das noch hochkurbeln. Warum geht der nicht? Okay, das ist komisch. Das Ding steht aber schon richtig drauf, oder? Ah, jetzt. Jetzt nippt es. Okay, höher geht anscheinend nicht. Dann wollen wir jetzt nochmal probieren, das Ding da, Naja, easy. Komm, stell dich nicht so an.
Was kommt da jetzt raus? Einfach ein Block. Okay. Ein einfacher Block. Ich habe noch keine Ahnung, was wir dann mit dem machen können. Aber er fällt runter und geht kaputt. Ah, jetzt kommen wir. Juhu! Jetzt können wir. Jetzt können wir mit der Bohnenmaschine fahren. Geh da weg, Chewbacca, ich bohne dich platt. Und jetzt, oh, hier, guck mal. Flup, 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 flup. Oh man, das Spiel ist einfach so geil. Wie die mir auch alle mal nachlaufen. Ich kreise euch ein. Ich bin euer Schäferhund und ihr seid meine Schafherde. Der Einzige, der mir hinterher rennt, ist Chewbacca, der dumme Sack. Kann ich die abhängen? Kann ich die verarschen? Boop. Kommen die mir nach? Jawohl, pam, ich hau euch platt. Okay, geht nicht. Lass mich mal da hoch, ich muss Bohnen. Ich bin der Bohnenmeister. Ohne Scheiß, das könnte ich den ganzen Tag machen. Aber gut. Jetzt ist, irgendwann ist Spaß vorbei, okay? Irgendwann ist es nicht mehr lustig. Und wenn ich jetzt da unten durch das Türchen gehen würde, dann käme ich bei den, oh Gott, im Ernst jetzt. Dann käme ich da unten bei dem Mini-Kit raus. Alter, der Hahn ist echt sowas von dämlich, das gibt's ja gar nicht. Aber ich glaube, für das Ding brauche ich jetzt wieder so ein Sturmtruppending. Ja, geil. Also nochmal zurück. Wo gab's denn? Hier. Wisst ihr was, ihr zieht alle auch gerade meine auf. Ich hau euch eh kaputt, aber sexy. Ich hau euch den eh wieder vom Kopf, aber sicher ist sicher. Was ist der hier? Der Luke. Der macht halt besser. Der Hahn legt's mal wieder auf die Fresse. Hallo. Sind hier noch mehr von euch? Oh, das ist wieder ein Minispiel. Ne, hier ist erstmal ruhig. Achso, kann schon mit dem Java hin. Na geil. Ja, nur diese Java sind so klein und können sich da quasi durchsneaken. Was muss ich denn hier machen? Ich glaube, ich muss die Scheibe putzen, gell? Ja, guck mal, jetzt ist in der Mitte die Scheibe nämlich sauber. Und jetzt putzen die hier die Scheibe. Jetzt putzen die da die Scheibe. Und die Scheibe ist sauber. Yay! Und wir haben ein Minikit. Nice. Kann ich hier oben noch irgendwas kaputt machen? Wahrscheinlich nicht, das ist wieder alles nur für Kopfgeldjäger. Dieses silberne Zeug. Kommt da oben hin aber noch. Jawohl. Wir wollen ja auch den wahren Jedi erreichen. Kann ich wieder irgendwas bauen? Was ist da denn? Okay. Was das hier aber für ein Ding ist, habe ich jetzt noch nicht ganz geblickt. Macht das noch irgendwas? Ich glaube nicht.